Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal zum Familienrecht. Mein Name ist Wolfgang Behlau, ich bin Fachanwalt für Familienrecht in Heidelberg. In diesem Video geht es um das Thema Scheidung, genauer gesagt um Tipps, wie man das Scheidungsverfahren beschleunigen kann. Ganz grundsätzlich kann ein Scheidungsverfahren in wenigen Wochen über die Bühne gehen. Sobald der Scheidungsantrag nach Ablauf des Trennungsjahres bei Gericht eingeht, kann vom Richter ein Scheidungstermin bestimmt werden. Der Richter muss ein paar Zustellungsfristen beachten und kann ansonsten einen Termin entsprechend seinem Kalender festlegen. Wie ich jedoch schon in einem anderen Video erklärt habe, muss der Richter zusammen mit der Scheidung auch den Versorgungsausgleich regeln, also den Rentenausgleich. Dafür muss der Richter an die Eheleute Formulare verschicken. Die Eheleute müssen dann dort eintragen, bei welchen Rentenstellen sie Rentenansprüche in der Ehezeit erworben haben. Und dann werden die Formulare zurück an den Richter geschickt. Der Richter wird dann die einzelnen Rentenstellen selbst anschreiben und um Auskunft bitten. Bis diese Auskunft dann tatsächlich dem Richter vorliegt, vergehen in der Regel 3, 4 oder auch 6 Monate und mehr. Und erst wenn der Richter alle Informationen zum Versorgungsausgleich vorliegen hat, kann er entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Verhandlungstermin, also den Scheidungstermin, festsetzen. Der Grund für ein langes Scheidungsverfahren ist daher in erster Linie nicht die Scheidung selbst, sondern der Versorgungsausgleich. Natürlich kann ein Verfahren auch dadurch in die Länge gezogen werden, dass weitere Klagen bei Gericht eingereicht werden, beispielsweise zum Unterhalt oder zum Zugewinnausgleich. Auch dann darf der Richter die Ehe erst scheiden, wenn diese Angelegenheiten geklärt sind. Darum geht es mir jedoch jetzt nicht in diesem Video. Mir geht es heute um die unstreitige Scheidung, also die einfachen Scheidungsverfahren, die aufgrund des Versorgungsausgleichs zum Teil viele Monate dauern. Wie kann man nun in solchen Fällen die Scheidung beschleunigen? In Betracht kommen letztendlich 3 verschiedene Möglichkeiten, wobei vor allem die 3. Möglichkeit bei einer einvernehmlichen Scheidung für viele Trennungspaare interessant ist. Also bleiben Sie dran. Okay, fangen wir mit der 1. Möglichkeit an. Wenn wir also wissen, dass die Scheidung insbesondere durch den Versorgungsausgleich so lange dauert, dann ist die 1. Möglichkeit für eine schnelle Scheidung, dass für die Durchführung des Versorgungsausgleichs einfach kein Antrag gestellt wird. Der Versorgungsausgleich wird nämlich nur dann durchgeführt, wenn entweder ein Antrag gestellt wird oder wenn die Ehe bereits länger als 3 Jahre dauert. Im Umkehrschluss heißt das also, handelt es sich um eine kurze Ehe und sind zwischen der Hochzeit und dem Scheidungsantrag noch keine 3 Jahre vergangen, dann wird ein Versorgungsausgleich nur auf ausdrücklichen Antrag durchgeführt. Das steht übrigens in § 3 Versorgungsausgleichsgesetz für diejenigen, die das genauer nachlesen möchten. Wird bei einer kurzen Ehedauer dann kein Antrag auf Durchführung des Versorgungsausgleichs gestellt, macht der Richter sehr schnell einen Termin und die Scheidung kann in wenigen Wochen ausgesprochen werden. Das Gerichtsverfahren ist dann nach wenigen Wochen also beendet. Das war jetzt die 1. Möglichkeit. Die 2. Möglichkeit, das Scheidungsverfahren zu beschleunigen, ist ein Verzicht auf den Versorgungsausgleich. Wenn sich beide Eheleute einig sind, besteht die Möglichkeit, auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs einfach zu verzichten. Das muss natürlich sehr gut überlegt sein. Hat die Frau beispielsweise während der Ehezeit kaum gearbeitet und sich stattdessen um die Kinder gekümmert, ist es nach meinem rechtlichen Verständnis auch völlig in Ordnung, wenn die Ehefrau dann vom Ehemann die Hälfte seiner in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche erhält. Haben die Eheleute jedoch beispielsweise keine Kinder und ähnlich viele Rentenanwartschaften während der Ehezeit erworben, so kommt durchaus ein Verzicht auf den Versorgungsausgleich in Betracht. Ein solcher Verzicht kann dann beispielsweise beim Notar erklärt werden. Beide Eheleute gehen zum Notar und regeln dort vertraglich, dass der Versorgungsausgleich einfach nicht durchgeführt werden soll. Dazu müssen natürlich beide Eheleute freiwillig beim Notar eine entsprechende Vereinbarung dann unterschreiben. Gezwungen werden kann dazu niemand. Ein solcher Verzicht auf den Versorgungsausgleich kann aber nicht nur bei einem Notar erklärt werden, es besteht auch die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Scheidung bei Gericht eine solche Vereinbarung zum Versorgungsausgleich dann zu treffen. Und das wird protokolliert vom Richter dann im Scheidungstermin.
Wichtig zu wissen ist, dass für eine solche bei Gericht protokollierte Vereinbarung dann aber unbedingt zwei Anwälte benötigt werden, also muss jeder von den Eheleuten einen eigenen Rechtsanwalt beauftragt haben. Kostengünstiger ist dann meistens die Vereinbarung bei einem Notar. Das war jetzt die zweite Möglichkeit. Wir hatten also zuerst die kurze Ehe und dann den Verzicht. Kommen wir nun zu der dritten Möglichkeit. Diese dritte Möglichkeit kommt für einfache und unstreitige Scheidungen in Betracht. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Abtrennung des Versorgungsausgleichs. Das bedeutet, dass die Scheidung nicht mehr zwingend mit dem Versorgungsausgleich verbunden ist, sodass der Richter bereits die Scheidung aussprechen kann, obwohl über den Versorgungsausgleich noch gar nicht entschieden wurde. Und über den Versorgungsausgleich entscheidet der Richter dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn er alle Informationen von den Rentenstellen tatsächlich zusammen hat und die Ehe ist dann bereits längst geschieden. Sobald also der Versorgungsausgleich vom Scheidungsverfahren abgetrennt wird, kann der Richter sofort einen Scheidungstermin bestimmen und die Ehe scheiden. Für die, die das genauer nachlesen wollen, Sie finden das im Gesetz unter § 140 Absatz 2 Ziffer 4 FAMFG. Diese Abkürzung FAMFG steht übrigens für das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Okay, also nochmal. Es geht um die Abtrennung des Versorgungsausgleichs vom Scheidungsverfahren. Ein Antrag auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs kann bei Gericht nun zum einen gestellt werden, wenn das Verfahren bereits Jahre dauert und ein Ende nicht absehbar ist. Diese Variante meine ich hier jedoch nicht. Ich meine folgende Möglichkeit. Eine Abtrennung ist bei Gericht durchzuführen, wenn beide Eheleute übereinstimmend diese Abtrennung des Versorgungsausgleichs beantragen. Wenn nämlich beide Eheleute die Abtrennung beantragen, muss der Richter den Versorgungsausgleich abtrennen und kann die Scheidung terminieren. Das wissen sogar einige Anwälte nicht. Neben den übereinstimmenden Anträgen der Eheleute auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs muss dann jedoch als weitere Voraussetzung beachtet werden, dass seit der Zustellung des Scheidungsantrags mindestens 3 Monate verstrichen sind. Also vom Einwurf in den Briefkasten beim Antragsgegner bis zu dem Antrag auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs müssen mindestens 3 Monate verstrichen sein. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist dann, dass beide Eheleute alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorgenommen haben, damit der Versorgungsausgleich leicht durchgeführt werden kann. Das bedeutet in den meisten Fällen aber nur, dass die Formulare für den Versorgungsausgleich ausgefüllt und unterschrieben unverzüglich an das Gericht zurückgeschickt worden sind und man jetzt nur noch darauf wartet, dass die Rentenstellen endlich die Auskunft erteilen. Und in solchen Fällen kann also dann von beiden Eheleuten gegenüber dem Gericht beantragt werden, dass der Versorgungsausgleich abgetrennt werden soll und die Scheidung dann durchgeführt wird, der Versorgungsausgleich dann später. Und das Beste und Besondere für die Eheleute ist dann, dass dafür nur ein Rechtsanwalt benötigt wird. Es besteht für den zweiten Ehegatten also kein Anwaltszwang für einen solchen Antrag auf Abtrennung, sodass dadurch auch keine weiteren zusätzlichen Anwaltsgebühren anfallen durch die Beauftragung eines zweiten Anwalts. Im Gesetz steht das übrigens in § 114 Absatz 4. Also als Zusammenfassung, eine Beschleunigung der Scheidung kann erreicht werden, zum einen bei einer kurzen Ehe, als zweites durch einen vertraglichen Verzicht auf den Versorgungsausgleich oder drittens durch eine Abtrennung und einen Antrag von beiden Eheleuten nach 3 Monaten. Soweit zu meinen Tipps heute bzw. meinen Empfehlungen für eine schnelle Scheidung. Viele weitere Informationen zum Familienrecht finden Sie natürlich auch auf meiner Webseite unter ehescheidung-rechtsanwalt.de. Schauen Sie sich auch gerne die anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal hier an. Es geht ums Familienrecht und es geht zum Beispiel um den Scheidungsantrag, den Kindesunterhalt, den Trennungsunterhalt oder das Thema Zugewinnausgleich. Die von mir genannten Paragraphen sowie die Links zu meinem Internetauftritt finden Sie natürlich wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Viele Grüße aus Heidelberg und bis zum nächsten Video.